Hallo Leute, heute ist der 29.07.2020. 2 Tage noch, dann ist es ein Monat um. Heute war Claudia da. Es war ganz interessant und lustig mit ihr. Wir haben uns über viel unterhalten. Und ich fand es insgesamt einen angenehmen Tag. Ich war etwas sehr müde, weil ich heute wieder um 7 aufgestanden bin. Aber es ging eigentlich so halbwegs. Außer dass ich Schmerzen hatte und wir wussten nicht warum. Und die Mutmaßungen haben uns auch nicht weitergebracht. Ja, es war echt schön und ich glaube, ich werde sie schon vermissen, wenn sie nicht mehr da ist. Aber ich habe mich nun mal dafür entschieden. Mir geht's heute mittelmäßig, nur mittelmäßig, weil ich extrem müde bin und sehr unkonzentriert und sehr anstrengend und ja, einfach jetzt fast 1,5 Wochen keine Therapie haben, ist echt anstrengend für mich. Dann das Gedankenchaos für mich zu ordnen, ist nicht leicht. So etwas, das mir nicht leicht fällt und deswegen geht's auch nur mittelmäßig. Ich merke, dass ich immer wieder abschweife und mich immer wieder darauf konzentrieren muss, was ich sagen möchte und was ich verbal kommuniziere und nonverbal kommuniziere und dass mich schnell Sachen aufregen und dass ich auch am Abend nicht mehr so entspannt bin wie die letzten Tage, weil es mir doch etwas Stress bereitet, ins Bett zu gehen und ja. Ich merke so ab 16, 17 Uhr, dass es mir stündlich schlechter geht oder halbstündlich schlechter geht. Es fängt sich dann aber wieder. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass es mir ganz schlecht geht, aber halt nur mittelmäßig. Aber das Mittelmäßige darf ja auch mal sein. Meine Schlafprobleme haben sich noch einmal nicht gelöst. Und das ist natürlich sehr anstrengend für mich. Und morgen muss ich wieder um 9 aufstehen. Das hatte ich schon ganz verdrängt. Aber naja, habe ich mir selbst ausgemacht. Sonst gibt's wirklich nicht viel. Eigentlich gar nichts Neues und die Mammographie war unauffällig. Die Knochendichte-Messung war im mittleren Wirbelbereich am Rücken besser geworden und in der Hüfte gleich geblieben. Also bringen diese Spritzen auch etwas, die ich halbjährlich bekomme. Und diese Kontrolle war nun mal wichtig, aber wäre mir eh fast zum Verhängnis geworden, weil ich auf den Tisch von der Knochendichte-Messung, dafür bin ich zu klein und
Wir hatten Gott sei Dank meinen Vater mit. Der musste mich dann hochheben. Weil ich wäre nicht drauf gekommen. Sie haben alles Mögliche probiert, aber es wäre nicht gegangen. Ich bin einfach mittlerweile so unbeweglich. Aber naja. Und mir geht immer schnell die Energie aus. Naja. Sonst ist alles okay. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.